Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Ich habe es ja schon vorangekündigt. Ich habe die W6 9500 Pro mir bestellt. Ich verspreche mir sehr viel davon, da ihr wisst, ich nähe sehr gerne Taschen und so. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich rechts von der Maschine sehr viel Platz habe. Ich werde mit euch zusammen die Maschine auspacken. Wir werden uns die zusammen angucken. Wenn man so quer liest im Internet oder in verschiedenen Foren, ist sie sehr, sehr umstritten. Und der eine hasst sie und der andere liebt sie. Sie hat ein paar Schwachstellen. Das habe ich jetzt rausgelesen aus vielen Sachen, auf die wir aber auch eingehen. Und wenn man die Macken einfach kennt, soll sie top sein. Wir werden es ausprobieren. Und ja, ihr dürft dabei sein. Und schauen wir mal, was sie uns so bringt. So, hier steht das gute Stück. 15 Kilo Nebengewicht, hätte ich schon fast gesagt. Also 15 Kilo bringt sie mit Paket auf die Waage. Wir werden sie jetzt gleich mal drehen. Dann drehe ich euch jetzt auch schon mal. Hier, da steht es drauf, was sie ist. Das ist die W6N 9500 Pro. Sie wird gerne für Näherinnen oder nähbegeisterte Menschen genommen, die gerne quilten. Deswegen auch der große Spielraum auf der rechten Seite unter der Maschine. Gleichzeitig habe ich noch, was extra zu, aber auch heute gekommen ist, habe ich mir noch Röllchen und was habe ich denn noch dazu bestellt? Ich habe Röllchen mitbestellt. Ja, Himmel nochmal, da muss ich gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall war es noch was Kleines, was ich direkt dazu haben wollte für die Maschinen. Das waren die Spulen und Nadeln. Nadeln, die passenden Nadeln habe ich direkt mitbestellt. Die sind, wie gesagt, heute auch gekommen. Zum Versand muss ich sagen, ich habe sie am Mittwoch bestellt. Heute ist Freitag, in derselben Woche. Sie ist gestern verschickt worden. Dank Benachrichtigung von DHL und ist heute Morgen schon angekommen. Also rucki zucki, da gibt es nicht zu meckern. Ja, das war jetzt erstmal das und jetzt gucken wir mal, was das so im Kartönchen so ist. So, die Kiste ist auf und das ist das, was man als erstes sieht. Schutzhaube, Kniehebel und das nenne ich mal Gebrauchsanweisung. Hoffentlich steht das auch alles so schön drin, damit ich das geschehe. So, und ich werde jetzt mal weiter auspacken, weil Styropor habt ihr bestimmt alles schon mal gesehen. So, sie ist jetzt fast aus ihrer Kiste raus. Ich habe den Karton jetzt endlich auf den Tisch gelegt. Und zwar seitlich. Weil sonst hätte ich die Maschine nicht alleine rausgekriegt. Na, 15 Kilo ist hier auch was, ne? So habe ich sie jetzt rausgezogen, kann die Pappkiste jetzt wegtun und dann schauen wir mal, was sich unter dem Styropor alles so versteckt. So, der Styropordeckel ist ab, da könnt ihr es sehen. Sie liegt natürlich jetzt auf dem Gesicht, wenn man so gerne möchte, weil ich sie jetzt nicht aufgerichtet habe. Sonst hätte ich den Styropordeckel nicht abgekriegt. War auch fest, muss man sagen. Kann man hier was reingucken? Ja, ein bisschen. Was haben wir schon gefunden? Das Gaspedal. So. Und ist noch was? Stromkabel. Ja, das hört sich auch schon mal gut an. Jetzt werde ich sie. Ja, erstmal die ist echt noch kalt. Aber bis wir sie laufen haben, vergeht noch eine Zeit. Und wir haben ja noch genug zu schauen. Ich werde sie jetzt aus der unteren Teil rausnehmen. Und dann gucken wir sie uns mal in voller Pracht an. Die Kiste, also der Originalkarton, der da hinten jetzt steht und auch die Styroporverpackung, tut euch selber einen Gefallen, hebt sowas auf. Es ist zwar sperrig, aber im Keller oder im Speicher wird sich immer eine Lücke finden, wenn ihr euch neue Maschinen kauft. Wenn die verschickt werden müssen, also egal aus was für Gründen, ist es immer gut, wenn man eine passende Verpackung hat. Alles andere ist Murks. Und sollte sie wirklich mal in die Wartung müssen oder verkauft oder ihr verkauft später mal die
Maschinen, egal von welcher Marke. Es ist immer schön, wenn man einen Originalkarton hat. Da passiert ihr auf jeden Fall nichts. Das nur so am Rande. So, ich werde jetzt nochmal weiterpacken und dann sehen wir uns gleich wieder. Auspacken, nicht packen, auspacken. Wir packen ja heute aus. So, jetzt steht das gute Stück schon da. Ach, hier ist auch noch ein Stück Styropor. Ich nehme auch noch raus. Pack mal alles in eine. Wieder weg. So. Bildbeschreibung, Labarababa, was man eigentlich so kennt. Die meisten von euch, ach, ich habe schon wieder ein Pinselchen nachher. Die meisten von euch haben ja schon mit Sicherheit schon mal eine Nähmaschine ausgepackt. So. Ja, Display, Zentimeter, Einmaßding. Sie ist noch nicht am Strom, weil sie ist echt noch kalt. Die muss echt noch warm werden, das arme Ding. Ich habe den Nähtisch hier abgemacht, weil ich natürlich neugierig bin und es geht natürlich nicht. Ich habe da meinen Müllsack im Auge. Na super. Holen wir das Ding mal hier rüber oder fällt mir der ganze Klabast jetzt runter hier? Mit einer Hand scheint man das wirklich nicht hinzukriegen. Probieren wir es mal so. Ah, da schaut her. Wer sagt's denn? Also hier scheint alles Mögliche drin zu sein. Das werden wir gleich mal auspacken. Das ist das Ding, ich glaube, für die Knopflöcher. So was habe ich noch nie gemacht. So, schauen wir mal, was in der anderen Seite drin ist. Nix. Naja, da kann man ja genug reinpacken. Wenn der nichts ist, ist er nichts. So, jetzt haben wir noch so ein. Ich weiß nicht, wie die Dinge alle mit Fachbegriffen heißen. Fachbegriffe heißen. Da ist ja bestimmt mehr als ich. Es ist ja auch nicht so schlimm. Man muss ja nicht alles genau wissen. So, hier, so sieht sie von der Seite aus. Das Einzige, worüber ich gerade gestolpert bin, wenn ich mich richtig erinnere, stand in der Beschreibung, aber ich gucke da nochmal genau nach, dass die 90 Watt hat Motorleistung. Ich kann die mal umdrehen. Eine leichte ist sie ja nicht, ne? Aber ist ja auch, soll sie ja auch nicht. So, hier ist nämlich das Typenschild. So. Und da steht eindeutig 65 Watt. Ja, werde ich nochmal recherchieren. Keine Ahnung. Da wäre natürlich der Oberbau. Ach so, wenn wir sie gerade schon mal hinten haben. Könnt ihr hier nämlich auch direkt sehen, ne? Hoch und runter für. Komm jetzt nicht auf den Namen. Na, das Ding, ne? Nicht das bisschen. Ah, der Transporteur. So heißt er. So. Das muss das Füßchen-Ding sein und angeblich, kann man das sehen, bücken wir uns mal, geht es noch weiter hoch. Achtung, erste Etage, zack, zweite Etage. Also ihr habt da nochmal ein Stück und das messen wir auch mal aus, wie hoch das ist, weil das ist immer das, wenn ich mir eine Maschine kaufe, und das Interessanteste, wie hoch kriegt sie ihren Fuß. Ja, dann bis gleich. So, ich habe euch mal das Tütchen ausgepackt, wo die Füßchen und alles drin sind. Dann können wir auch mal näher gehen. Also im Grunde genommen das Übliche, was man eigentlich meistens immer mitbekommt, wenn man sich eine neue Maschine kauft. Einzelteile werde ich jetzt nicht aufzählen. Wenn ihr auf der Seite geht von W6, da habt ihr ja auch die Beschreibung der Maschine. Und da steht natürlich auch drauf, was alles an Zubehör mitgeliefert wird. Also werden wir das jetzt hier nicht wiederholen, ist ja Quatsch. Ja, was machen wir als nächstes? Ich werde jetzt als nächstes mal die Gebrauchsanweisung mit zur Hand nehmen. Die W6 lasse ich, die W6 9500 Pro lasse ich noch etwas hier stehen, damit die sich ein bisschen klimatisieren kann. Aber dann werden wir es auch anmachen. Und ich denke aber auch dafür werde ich eventuell ein zweites Video machen, weil wenn ich wahrscheinlich ein blutrünstigen Twitter drehen würde, würden sich die Leute wahrscheinlich auch 2 Stunden angucken. Wir gucken uns aber nur eine Nähmaschine an
und auch nur für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren. So, jetzt ist das Kabel von der Kamera noch dran. Jetzt machen wir mal ab. Aber dann kann ich hier nochmal näher dran gehen. So, dann könnt ihr mal sehen, was ihr so an Stiche so mitbringt. Mal reingucken. W6 sagt klipp und klar, schaut euch das Video an zum Einfädeln. Ich werde es auch noch mal tun. Ich glaube, ich habe es mittlerweile 6-7 Mal gesehen. Ich werde es trotzdem machen. Ja. Ja, das gucken wir jetzt erstmal und ja, mal gucken. So, ausgepackt haben wir sie ja jetzt schon. Ich habe schon mal die Bedienungsanweisung ganz leicht in der Hand gehabt und wollte mal schauen, wie das mit der Motorleistung ist. Leider steht in der Bedienungsanleitung nicht drin, was für eine Motorleistung sie hat. Als ich sie am Mittwoch bestellt habe, habe ich extra gefragt, wie stark der Motor ist, ob das auch dieser 90 Watt Motor sei. Das wurde mir am Telefon bestätigt, weil sie wäre ja baumäßig vergleichbar mit der anderen 9500 und die hat einen 90 Watt Motor. Bei der Pro steht hinten drauf 65 Watt Motor. Wäre schon doof, wenn es jetzt wirklich der 65 Watt Motor wäre. Ich werde mich auf jeden Fall bei W6 erkundigen. Ich werde mich auf jeden Fall erkundigen. Jetzt haben wir Freitag, Montag ist Weihnachten, das heißt vor Dienstag sind die auch nicht da. Das heißt, es wird auch ein bisschen dauern. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und dazu zum späteren Zeitpunkt wird was kommen. Ich warte noch, bis sie jetzt mal warm wird, dann werde ich sie anschließen und ja, und dann werden wir noch mal ein Video machen, wie es einfach mit dir arbeiten ist. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, genießt sie. Wir haben heute ist Freitag, Samstag, also 2 Tage vor Heiligabend. Genießt die Zeit mit euren Lieben, macht euch eine schöne Zeit, lasst euch nicht ärgern. Und wenn doch, trinken Eierlikör, das wird schon wieder. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss!